Das Sehen, es gefällt dir. Vincent soll in einer Klinik lernen, mit seinem Tourette-Syndrom umzugehen. Sind eine Menge in deinem Alter von den Leuten da. Solche, wie ich mal so. Es war gar nicht so einfach, da einen Platz zu kriegen. Tja, Beziehung ist alles. Das wirst du auch noch lernen. Dort lernt er die magersüchtige Marie und den zwangsneurotischen Alexander kennen. Frau Dr. Rose, das ist mein Zimmer. Sie werden sich das Zimmer mit Vincent teilen. Also ich kann gerne woanders schlafen. Ja, genau, er soll woanders schlafen. Im Haus Besen. Alexander, ich erwarte Ihr Entgegenkommen. Da! Richtig! Bäh! Müssen! Ich habe ein Auto. Wir können irgendwo hinfahren. Jetzt. Das ist ja gar nicht euer Auto. Das gehört Frau Dr. Rose. Ihr wollt es stehlen. Nein, Lein. Ach, Lein. Gemeinsam flüchten sie aus der Anstalt im geklauten Auto nach Italien, was nicht lange unbemerkt bleibt. Ein deutsches Roadmovie-Drama als lustige Mischung aus Knocking on Heaven's Door und Einer flog übers Kuckucksnest. Ich hau dir eine rein. Wenn du mich anfasst, ich fahr in den Grab. Ich halte das nicht auf. Mit Florian David Fitz, Caroline Herfurth und Johannes Allmeier. 2010 inszeniert von die Musterknaben-Regisseur Ralf Hüttner. Vincent will mehr.